Ich grüße Sie herzlich zu dieser Andacht am vierten Advent. Um Sterne, um unten und oben, um Finsternis und Licht wird es heute in dieser Andacht gehen. Und ehrlich gesagt, es ist auch nicht wirklich gemütlich hier oben. Es ist eiskalt, zugig, hart und es stinkt ein bisschen nach Tauben. Außerdem habe ich so ein bisschen Höhenangst und ich fühle mich hier auch gar nicht so wirklich wohl. Ich traue mich kaum, mich zu bewegen. Aber es ist schon wirklich schön, wie er leuchtet. Unser Stern hoch oben im Kirchturm. Aber was will ich eigentlich bei den Sternen? Was wollen wir Menschen denn eigentlich bei den Sternen? Das Eigentliche, das Wichtige, das ist doch da unten auf der Erde, die anderen Menschen. Denn die brauche ich und die brauchen mich und sie. Uns anstrengen, um zu Gott zu kommen oder zu den Sternen. Uns anstrengen, perfekt sein, das brauchen wir gar nicht. Denn Weihnachten kommt. Gott kommt. Das ist die Gnade. Gott kommt auf die Erde, wird einer von uns, kommt hier runter. Und mit ihm in der Krippe wird die Welt ein Stück heller, lichter, heiler, wärmer, freundlicher. Ja, und auch unser Platz ist da unten auf der Erde, neben ihm. Und zusammen schaffen wir es, machen wir die Welt ein Stück heller und freundlicher und wärmer. Die Sterne, die lassen wir hier oben und da brauchen wir sie auch. Denn die Sterne weisen uns den Weg, auch den zur Krippe. Glänzt von seinem Licht.
Sicher haben Sie auch schon einmal in einer klaren Nacht den Sternenhimmel betrachtet. Hier bei uns ist es ja schon sehr beeindruckend, an anderen Orten der Welt noch viel mehr. So viele Sterne, eine Unzahl. Wir sehen Licht, das abermillionen Kilometer unterwegs war, bis zu meinen Augen, bis zu mir. Ehrfurcht und Staunen erfüllt mich. Gott hat das alles geschaffen. Und doch macht er sich an Weihnachten ganz klein. Kommt zu uns Menschen, ganz nah zu dir, zu mir. Ehrfurcht und Staunen erfüllt mich. Es ist kaum zu glauben. Und doch, wie wunderbar. Da breitet sich eine große Freude in mir aus. Wird Licht. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Wir blicken in das Sternenzelt und staunen über seine Weite. Gottes Segen durchströmt die ganze Schöpfung. Wir blicken in das Sternenzelt und spüren die Sehnsucht nach Weisung. Gottes Segen durchströmt unsere Herzen und Sinne. Wir blicken auf Christus, den Morgenstern, und lassen uns von ihm leiten. Gottes Segen durchströmt uns mit Freude an diesem Stern. Gottes Segen lasse diese Freude weiterströmen zu allen, die sich nach ihr sehnen. Zu dir. Amen. People said it was a virgin birth.